Ja, hallo zusammen. Ich wollte mich mal wieder aus dem Auto melden, weil ich nichts zu sagen habe. Nee, Spaß beiseite. Ich war gestern mal seit langem mal wieder in meinem Hangout und zwar bei Let's Play and Talk. War echt auch eine angenehme Runde. Ja, hat mir auch mal wieder echt Spaß gemacht. So, eine Zeit lang war ich da doch auch ein bisschen müde, mir es überhaupt schon reinzuziehen und immer die gleiche Scheiße zu labern. Aber, nee, war auf jeden Fall cool und ich glaube, ich werde da jetzt öfter mal wieder mich vielleicht bei dem einen oder anderen Gespräch einschalten, wenn natürlich meine Meinung überhaupt gefragt ist. Ja, dann macht das Sinn, sonst nicht. Ich hatte letztens schon mal ein kleines Video gemacht und da möchte ich jetzt doch nochmal was dazu sagen, weil das Video habe ich nämlich gar nicht hochgeladen, weil da ist nämlich zwischendrin dann die Kamera ausgegangen. Und zwar geht es mir um das Thema, wie das denn ist, wenn man sich von seinen eigenen Ideen verabschiedet oder wenn man sich und vielleicht auch seinem Umfeld eingesteht, dass man Bullshit gelabert hat oder einfach was Komisches gedacht hat. Ja, konkret meine ich damit einfach, vielleicht mal ein einfaches Beispiel von mir selber. Ich war ja auch mal ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens und habe dann halt irgendwann mal gemerkt, irgendwie ist es doch gar nicht so cool, wie ich gedacht habe. Und es war schon auch nicht so einfach, diesen Moment sich das halt einzugestehen, dass man an irgendwas geglaubt hat, was dann doch gar nicht so ist. Ja? Und das ist schon schwierig. Ja, das ist schon schwierig, denn man muss sich eingestehen, dass man vielleicht ganz lange auch an irgendwas geglaubt hat, was gar nicht existent ist. Dass man also Zeit verschwendet hat. Ja? Und es gibt schon auch Menschen, die dann einfach weiter an die alte Vorstellung glauben, nur um sich nicht eingestehen zu müssen, dass sie halt Bullshit gelabert haben. Und sowas kennt ihr bestimmt auch. Die nächste Stufe, die es da dann auch noch gibt, und da gibt es natürlich auch Beispiele, es ist halt noch viel schwieriger einzugestehen, dass man halt eine schlechte Idee hatte, wenn man halt schon andere Menschen von dieser Idee überzeugt hat. Ja? So ein ganz klassisches Beispiel, stellt vor, der Andreas Popp würde im Jahr 2017 den Plan B gar nicht mehr so cool finden, wie er ihn vielleicht im Jahr 2010 gefunden hat. Hat aber jetzt schon tausende Leute zugelabert, wie geil der Plan B ist und dann irgendwann mal sich hinzustellen und zu sagen, Freunde, scheiße, jetzt bin ich schlauer als gestern. Der Plan B ist ja totaler Rotz. Das verlangt schon richtig viel Größe. Ja? Und es hat auch was damit zu tun, man will die anderen Leute ja nicht enttäuschen. Ja? Man hat da Leute wirklich versucht zu motivieren und die irgendwie von etwas zu begeistern, vielleicht sogar auch zu überzeugen, viele vielleicht auch zu missionieren, könnte man fast schon bei dem einen oder anderen behaupten. Und da ist es dann echt wahnsinnig schwer, sich hinzustellen und denen zu sagen, es war gar nicht so. Ja? Und ich vermute, dass es einigen mittlerweile auch schon so geht. Ja? Vielleicht sogar auch wirklich schon ein Herr Popp. Aber dass viele einfach an alten Ideen festhalten, weil sie nicht verabschieden wollen, weil sie so sehr dran hängen und auch vielleicht an dem, was sie halt drumherum schon aufgebaut haben. Aber das ist gefährlich und das ist auch in meinen Augen falsch. Denn wenn etwas falsch ist, dann ist es halt falsch, auch wenn ich noch dran glaube oder wenn ich einfach mich verweigere, neue Erkenntnisse anzunehmen. Ja? Deswegen wollte ich diesen Gedanken einfach mal mit euch teilen. Denn für mich erklärt sich da dann schon auch, warum der eine oder andere, der es vielleicht besser wissen müsste, doch auch noch an ganz altmodischen Denkmustern festhält, einfach nur um sich selber nicht die Blöße zu geben. Ja, da kommt vielleicht auch noch ein anderer Punkt dazu, wenn es nämlich um eine komplette Weltanschauung geht, die dann in Frage gestellt werden müsste, dann ist es einfach auch ein wirklich schwieriger Prozess für einen selber, weil dann müsste man sich ja fast eingestehen, dass man jahrelang an etwas geglaubt hat, was gar nicht Realität ist. Und wenn man sich da richtig engagiert hat in dieser Welt, vielleicht noch irgendwo so Kommunalpolitiker war, dann ist es schon auch so, als müsste man sich eingestehen, dass man halt viele Jahre seines Lebens gar nicht gelebt hat. Ja? Und bevor man sich das einsteht, zieht man es halt vielleicht dann doch einfach durch, bis man verreckt. Ich würde mir wünschen, dass euch diese Gedanken jetzt vielleicht auch zum Nachdenken angeregt haben und ich kann euch ermutigen, bleibt immer am Ball, hört nie auf zu denken und wenn ihr mal
an den Punkt kommt, und da kommt jeder dran, das schwöre ich euch, mir ging es auch so, wo ihr einfach merkt, dass ihr falsch gelegen habt, ja, dann habt einfach die Eier, oder in dem Fall bei den Frauen die Eierstöcke, euch auch mal hinzustellen und zu sagen, hey, das war Bullshit, was ich gestern gesagt habe, heute bin ich schlauer, und dann seid ihr trotzdem kein schlechter Mensch. Ja? Im Gegenteil, ich schätze das wirklich sehr, wenn man sich selber auch wirklich selbstkritisch reflektiert und auch bereit ist, Erkenntnis anzunehmen. Ja, so viel von mir. Ich fahre jetzt noch ein bisschen hier die Landstraße nach Hause und dann werde ich mich mal an mein Video machen heute Abend zu meinem Die Bandbreite Diss-Song, den es wirklich schon gibt. Den habe ich krass produziert. Ja, mal schauen. Bis bald, euer Manuel. Tschüss.